So, die Straßen sind ziemlich leer. Es ist der 17.03.2020. Und draußen wächst und sprüht alles in voller Kraft. Und es sind die besten Kräuter oder Wildkräuter, Beikräuter, wie auch immer, auf keinen Fall Unkräuter, weil es gibt kein Unkraut. Es gibt Beikraut. Wachsen jetzt und es sind das erste Grün, sind einfach die stärksten Pflanzen. Weil diese Pflanzen hier, die schaffen es auch jetzt trotzdem durchzukommen, wenn nochmal Frost kommt. Oder sogar wenn es nochmal schneit, die schaffen das trotzdem. Und da haben wir hier auf dem kleinsten Fleckel, und ich greife es so mit den Händen an, die Brennnessel, die schießt jetzt und diese Jungen sind besonders, besonders gut. Und ich pflück sie auch einfach mit der Hand. Meine Hand kribbelt schon ein bisschen, das finde ich sehr angenehm. Es ist für die Durchblutung gut, also auf den Händen. Man greift halt fest hin. Also nicht so ganz zart und vorsichtig, sondern ich greife da einfach wild hin. Und ich habe eh so manchmal so ein bisschen so eine arthritische Geschichte an den Händen. Und dafür ist das super, super gut, dass es jetzt ein bisschen kribbeln darf. Also überhaupt kein Thema. Wer will, zieht sich halt Handschuhe an. Ich habe hier einen Papiersackel, weil Plastik ändert sofort die Information. Also ich bin einfach sich nur mit Naturmaterial unterwegs und im besten Fall sogar mit einem Porzellanmesser die Pflanzen schneiden und nicht mit einem Metallmesser. Ja, wegen mir noch. Kupfer ist noch gut. Natürlich mache ich das auch manchmal. Man muss jetzt nicht dogmatisch werden, aber wenn man es ganz genau machen will, macht man es mit der Hand. Wie früher die Menschen, die im Wald gelebt haben. Naja, also mit der Hand ist einfach meine reine Energie dabei und nicht noch irgendwas anderes. So, und hier auf diesem kleinen Fleckchen, also, na, stopp, zur Brennnessel noch kurz. Die Brennnessel ist im Moment mal so in den Frühjahren, also im Frühjahr, sagt man auch die Königin der Pflanzen, weil die schießt jetzt vor und, weil ich mir das immer alles nicht so gut merke. Ich weiß einfach nur, dass sie super, super ist. Immer die Brennnessel, aber die Junge ganz besonders. Und jetzt auch nämlich für Atemwegserkrankungen, für Erkältung, für das Immunsystem zu stärken, für den Blut, für das Blut zu verändern im Positiven. Also das sind jetzt die Kuren, die wir machen können. Und da kann man die Brennnessel jetzt wirklich sofort als Spinat machen, als Tee trinken als frischer, als Suppe machen, mit anderen Kräutern gemischt. Und morgens schnippel ich sie auch mit anderen Kräutern gemischt. Einfach klein, mit dem Messer klein geschnitten, die brennt da gar nicht mehr, merke ich nicht. Tue ich sie aufs Brot drauf, frisch. Und schaut's im Internet. Das Internet ist voll voller Brennnessel. Also Infos von allen Infos. Darum, es ist so viel Wissen an einer Pflanze da und das Internet ist es da tatsächlich fantastisch. Da braucht man keine Bücher mehr, obwohl ich Bücher liebe. So, weiter. Hier ist der Bodenholler, der Giersch. Der schießt jetzt auch. Auch super. Wildspinat, auch gegen Erkältungskrankheiten. Ja, Rheuma, Gicht, alles. Aber auch hoch Vitamin C, Mineralien, alles drin. Also wie in der Brennnessel. Also das ist der Giersch. Bodenholler, sagt man. Kriegt man aus dem Garten überhaupt nicht raus. Holt ihn nicht raus zum Wegschmeißen, sondern esst ihn einfach. Jetzt ist die beste Zeit. Jetzt, der Junge schmeckt auch richtig gut und knackig. Wenn er nachher älter ist, schmeckt er eh nicht mehr. Und dann gibt es andere Pflanzen. Also jetzt ist die beste Zeit, Wildpflanzen zu essen. So, das ist der Giersch. Eben, der wächst hier so dazwischen. Da sieht man ihn. Giersch, tut es auch googeln einfach, wie er aussieht, um ihn zu erkennen. Ich will euch nur zeigen, was hier auf so einem kleinen Fleckel ist. Da ist das Labkraut auch noch jung. Später tut es dann so zusammenkleben. Das wird recht groß. Man merkt auch jetzt das Kleben. Kann man genauso, das würde ich roh essen, das ganz junge. Das ist jetzt auch noch schön zart. Also das kann man essen. Und auch morgens mit aufs Brot, das Labkraut. Eigentlich hat das alles, was hier wächst, jeder im Garten. Das sind die Sachen, die auch in der Regel im Garten kommen an so
feuchte, wilde Ecken, die nicht so gepflegt werden. Da wächst das. Lasst es wachsen und tut es essen. So, und dann ist hier, also da sieht man zum Beispiel ein Labkraut, was noch größer ist. Kennt jeder. So eine Art Klette wird es. Und nicht Klette, so ein Klettkraut ist es auch. Hat man früher überhaupt benutzt, bevor man den Lab aus dem Kuhmagen genommen hat, hat man auch mit Labkrautkäse gemacht. Tatsächlich. Also, genau. Und hier ist sogar noch eine kleine Art Vogelmiere. Ich glaube, die wird dann hat die blauen Blüten später bei mir im Garten. Das hat die weißen Blüten, aber die kann man genauso nehmen. Auch würde ich wahrscheinlich aufs Brot eher tun, weil sie so zart und fein ist. Und frisch und roh sind natürlich diese Kräuter hier am allerbesten. Ja, wenn ich es koche, ist ja wieder was draußen, da ist es auch gut. Aber eigentlich roh, alles roh, klein geschnippelt in den Salat rein. Das ist jetzt so das allerbeste. Roh in den Salat, mit reingemischt, aufs Brot, auf ein gutes Brot mit, was weiß ich, Streichkäse oder nur mit Butter und Salz oder sogar mit Honig. Ich habe schon Brote gegessen, einfach Honig drauf und dann die Kräuter dazu gemischt. Köstlich. Ja, das kann man alles essen. Dann wollte ich euch noch zeigen, was auch hier ist, was man einfach nicht isst. Das wächst jetzt hier schon. Also das ist das Schöllkraut. Also es ist eh unglaublich, was auf so einem kleinen Fleck alles wächst. Das hier, da kommt schon jung, das Schöllkraut. Wenn man es abbricht, sieht man es. Oh, da habe ich eine Wunde an der Hand. Wie sieht das denn aus? Wenn man es abbricht, sieht man, dass es Schöllkraut ist, indem es so ein gelber Saft rauskommt. Sieht man jetzt hier leider nicht so gut. Da an der Bruchstelle unten sieht man es. Ja, da ist dieser gelbe, orangegelbe Saft. Schöllkraut nennt man auch Warzenkraut. Mit dem Saft sagt man, kann man Warzen wegmachen, besonders gut beim Vollmond. Ausprobieren. Aber nicht essen. Da gibt es sicher auch was drüber, aber das Schöllkraut, das hat auch einen Sinn, weil das ist, kommt jetzt überall, blüht auch toll, müsste ich nochmal lesen, ist glaube ich auch so ein Hexenkraut. Im Internet sich schlau machen. Ja, das war's. Vom Waldrand. Beim nächsten Mal mehr. Tschüss.